Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich würde gerne mit einem Lob an die FDP anfangen. Weil der Antrag, da muss, beim Drüberlesen kann man ganz klar sagen, da steht viel Vernünftiges drin. Wenn man jetzt es ein bisschen vergiftet formulieren wollen würde, würde man sagen, das zeigt die Durchgrünung der FDP. Aber sozusagen, dass die FDP, die uns hier jahrelang mit Straßenneubau in allen Debatten um die Ecke gekommen ist, und wenig Schwerpunkt auf die Frage Erhalt und Sanierung gesetzt hat, kommt jetzt kurz vor der Landtagswahl, jetzt wo es richtig spannend wird, mit einem Plenarantrag um die Ecke, wo die Landesregierung aufgefordert wird, die Mittel für den Straßenerhalt, für die Sanierungskosten, für Brückensanierung etc. raufzusetzen. Und das finden wir Grüne inhaltlich richtig. Und ich bin auch sicher, dass der Koalitionspartner das inhaltlich richtig findet. Und ich meine, dass man gucken sollte mit Blick auf den Landeshaushalt 2017, ob nach dem Haushalt 2016 mit 115 Millionen Euro, ob man da nicht noch eine Schippe, um mal den Minister zu zitieren, die er ja gerne auch verwendet als Bild, ob man da nicht eine Schippe drauflegen kann. Weil es ist völlig richtig, die Bedarfsprognose sagt, wir bräuchten eigentlich im Jahr 195 Millionen Euro. Die Summe ist jetzt sozusagen nicht 1:1 zu setzen. Aber natürlich wäre es gut, wenn das Land beispielsweise 130 oder 140 Millionen Euro im Bereich Sanierung ausgeben kann. Laut Aussage der Abteilung im Ministerium könnte man diese Mittel auch direkt 1:1 verbauen, weil es auch genug Planungsvorrat gibt und genug Sanierungsprojekte anstehen. Von daher würden wir das von grüner Seite auf jeden Fall unterstützen. Dass wir jetzt in der Debatte hier abgeschweift sind, zeigt ja nur, dass immer wieder versucht wird, andere Diskussionen zu führen, die eigentlich hier überhaupt nicht reingehören. Weil die ganze Debatte ums Sozialticket hat mit der Debatte Straßensanierung, ja, ich gucke jetzt sozusagen über Sie drüber, Kollege Rasche, ich gucke zur Richtung CDU, hat damit überhaupt nichts zu tun. Und wir könnten auch darüber reden, diese 30 Millionen aus dem Haushalt rauszunehmen, wenn es endlich gelingen würde, bei der Bundesregierung eine Umgestaltung der Hartz-IV-Regelsätze mit einem klaren Anteil für Mobilitätskosten zu erreichen. Dann bräuchten wir dieses Sozialticket nicht. Aber zu sagen, dieses Geld ist unsinnig ausgegeben, das zeigt wirklich, lieber Kollege Fussem, dass Sie sozialpolitisch wirklich nicht viel auf dem Kasten haben. Dieses Sozialticket hilft vielen Menschen mit geringem Einkommen, die vom Hartz-IV-Regelsatz leben, mobil zu sein. Und es wird auch in den Städten und Kommunen und Kreisen, auch in den Städten, wo Sie gestalten als CDU oder in Bündnissen gestalten, wird intensiv in Anspruch genommen. Ich brauche die Zahlen jetzt hier nicht vorzutragen, aber das Sozialticket ist durchaus ein Erfolgsmodell und wird auch von Ihren Vertretern in den Verkehrsverbünden deutlich unterstützt. Deswegen war das ein völlig unpassender Nebenzweig eben der Debatte. Ich würde gerne einmal noch auf, weil hier einige Statistiken ja bemüht worden sind, jeder Redner hat so seine Zahlen, die er hier mit nach vorne bringt, doch noch mal einen Blick auf die Zahlen werfen und habe sie mir von unserem Referenten noch mal aus den verschiedenen Haushalten raussuchen lassen. Was zum Beispiel nicht stimmt, Herr Kollege Fussem, dass Sie 2008 den Switch geschafft haben zu mehr Erhalt. Nein. Also jedenfalls im Haushalt, der bei uns in der Fraktion abgespeichert ist, der Landeshaushalt, sagt, dass 2008 53 Millionen 300.000 Euro für Erhalt und 67 Millionen Euro für Neubau von Landesstraßen ausgegeben worden ist. Sie hatten einen Peak, bevor Herr Kollege Schemmer sich meldet, ich nehme Ihnen das einfach ab, Sie hatten einen Peak, das war 2009, wo Sie mal einmal 80 Millionen Euro ausgegeben haben. Sonst in der kompletten Regierungszeit, und das richtet sich jetzt auch noch mal an den Kollegen Rasche, auch wenn er gerade da vorne andere Gespräche führt, in der kompletten Regierungszeit, als die FDP in der Landesregierung war, haben Sie, um das mal hintereinander zu zitieren, 48 Millionen Euro, 53 Millionen Euro, 53 Millionen Euro, 53 Millionen Euro für Erhalt ausgegeben. Ein einziges Mal waren es, das ist auch zugestanden, am Ende der Regierungszeit 80 Millionen. Und die Bedarfsprognose von 2006 besagt, dass für den Erhalt von Landesstraßen pro Jahr von Seiten des Landesrechnungshofes 97 Millionen Euro notwendig sind. Das heißt, in Ihrer Regierungszeit haben Sie es bis auf ein einziges Mal nicht geschafft, und zwar weit unter der Grenze bei 97 Millionen, die prognostiziert worden sind, und bei 53 Millionen Euro, die im Haushalt drin waren, dies zu erreichen und jetzt einen Antrag zu stellen aus der Opposition. Wie gesagt, inhaltlich finde ich den in der richtigen Spur, weil er
den Schwerpunkt setzt im Bereich Infrastruktursanierung und Finanzierung, der notwendig ist. Aber uns jetzt vorzuhalten, wir würden zu wenig tun, wo Sie in Ihren Regierungsjahren bis auf in einem einzigen Jahr deutlich unter der Latte durchgesprungen sind und 40 Millionen Euro pro Jahr zu wenig ausgegeben haben gegenüber der Zahl, die vom Landesrechnungshof gekommen ist. Das ist wirklich eine Blamage für den Antrag, und deswegen können wir diesem Antrag, obwohl er inhaltlich die richtige Richtung weist, wie es in Zukunft weitergehen sollte, nicht zustimmen, weil Sie mit Ihrer eigenen Bilanz ziemlich unterdurchschnittlich durchgehen. Danke für die Aufmerksamkeit.